Oi, was geht ab, Leute? Hunger? Auf dem Weg zu einem Desperate Raid, gleich hier in der Umgebung, in der Nachbarschaft vor der Tür, also fast vor der Tür, mit ein paar Leuten aus der Gruppe. Die machen wir jetzt dann schnell. Der Main-Account nur, weil das ist hier bei einem Gebiet, wo mein altes Handy nicht hinkommt mit dem GPS. Deswegen habe ich ja auch auf das Handy hier gewechselt. Den machen wir jetzt und dann reden wir darüber, wie ich in letzter Zeit den ganzen Despotas mit goldener Berge fange. Ohne Probleme beim ersten Wurf sogar. Hat sich verzogen, schnell nur den Raid gemacht. Echt eine lustige Gruppe. Sehr viele alte Herren mit dabei. Echt lustig zu sehen, wie die mal spielen. Das wurde leider geflohen, trotz goldener Berge und trotz ein paar Mal exzellent. Also manchmal soll es einfach nicht sein, egal welche Berge. Aber wie gesagt, ich habe so, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir das gerade angeschaut, geschnitten. Der Wind war zu stark, also mache ich das jetzt hier nochmal. Ich habe jetzt dann über die Wahrscheinlichkeiten geredet. Moment, muss ich das nochmal kurz hier hochziehen. So, die Wahrscheinlichkeiten, den Durchschnitt der Bonbons, die man erhält, wenn man jetzt gelbe Berge wirft oder goldene. Habe ich jetzt gerade darüber geredet, aber dank dem Wind, unserem Erzfeind, hört man halt gar nichts. Ich glaube, der Wind ist ein größerer Feind als Kevin. Auf jeden Fall hier, blende ich hier eh wieder in die Tabelle. Haben die mal ein bisschen berechnet, wie viele Bonbons man im Durchschnitt bekommt, bei zum Beispiel zwischen 1 und 7 Würfen. Und das mit gelber Berge oder goldener Berge. G ist goldene Berge, P ist Pineapple Berry, also die Ananas, die gelbe Berge. Und daneben haben die auch noch die Fangwahrscheinlichkeit und den Durchschnitt der Bonbons. Zum Beispiel jetzt ganz unten ein Wurf mit der Ananas, 14%, dass du ihn fängst. Jeder dieser Würfe ist unter der Voraussetzung, dass es mindestens ein Great-Wurf ist. Und bei einem Great-Wurf mit der Ananas 14% Wahrscheinlichkeit. Und im Durchschnitt machst du da 2,87 Bonbons. Bei der goldenen sind es 36% Wahrscheinlichkeit, dass du den fängst. Und im Durchschnitt machst du 3,59 Bonbons. Und die haben da ausgerechnet, dass ab 3 Würfen es sich lohnt, die Ananas zu werfen. Sprich, was halt eigentlich immer ist, weil man kriegt immer mehr als 3 Bälle. Ich glaube Minimum 5, wenn man halt echt absolut gar nichts macht. Wie bei meinem kleinen Account, da habe ich immer 5 bekommen, wenn ich absolut gar nichts gemacht habe am Anfang. Und da bei 3 Bällen ist es dann so, dass die Fangwahrscheinlichkeit mit der Ananas zwar deutlich geringer ist, nur 37%, aber im Durchschnitt machst du halt 7,44 Bonbons. Also das ist halt echt ein minimaler Unterschied. Und bei der goldenen Berge 74% Wahrscheinlichkeit, dass du ihn fängst, aber dafür nur 7,37 Bonbons im Durchschnitt. Aber ich meine, der Durchschnitt kommt darauf an, wie viele man fängt. Also wenn man eh nur ein paar maximal fängt, weil man halt nicht so ein Hardcore-Spieler ist, dann natürlich lohnt sich immer die goldene Berge. Aber wenn man jetzt echt Raid-Touren macht und echt 100, mehrere 100 Despotas fängt, dann lohnt sich das auf jeden Fall mit dem Durchschnitt. Da merkt man wahrscheinlich, glaube ich, echt die Bonbons und den Unterschied. Aber da könnt ihr sehen, zum Beispiel jetzt bei 7 Bällen ist die Fangwahrscheinlichkeit, wenn man jedes Mal von den 7 Bällen goldene Berge benutzt und Great wirft, mindestens 96% Wahrscheinlichkeit, dass du ihn fängst, dass einer von diesen Bällen halt ihn fängt. Aber da kriegt man nur 9,56 Bonbons im Durchschnitt und bei der Ananas nur 66%, 2/3 Fangwahrscheinlichkeit, aber dafür im Durchschnitt 13,25 Bonbons. Also wie gesagt, Ananas lohnt sich auf jeden Fall für die Bonbons. Im Durchschnitt hier wurde es bewiesen mit Mathe, mit richtigen Zahlen, dass es sich lohnt. Auf langer Sicht hin gesehen natürlich, wie gesagt, wenn man jetzt echt nicht so viele Raids macht, dann lohnt sich das natürlich nicht. Ich werde zwar mehrere Raids machen, also für mich wird es wahrscheinlich lohnen, wieder Ananas zu werfen. Aber was die hier nicht berechnet haben, ist, dass man das Despotar auch noch bekommt. Im Durchschnitt macht man zwar vielleicht mehr Bonbons, aber im Durchschnitt fängt man noch weniger Despotars. Und noch ist es so, dass ich auch die Despotars haben will, weil so viele habe ich auch noch nicht. Und der Despotar an sich ist auch was wert. Sogar ziemlich viel sogar, also wenn man es genau betrachtet, sogar 123 Bonbons, weil da muss man nicht entwickeln.
Also momentan bin ich jetzt echt dafür, immer goldene Berge zu werfen. Hat jetzt die letzten paar Male super geklappt. Außer jetzt bei dem, da. Der wollte echt einfach nicht rein, obwohl ich ein paar Mal exzellent geworfen habe. Manchmal geht's einfach nicht. Aber so habe ich es mir jetzt überlegt und ich werde auf jeden Fall weiterhin goldene Berge werfen. Ist zwar ein bisschen weniger spannend, aber sichere Despotas, unsichere Candies. Fürs Erste, bis ich genug habe. Und dann können wir auf jeden Fall wieder auf gelbe Berge wechseln, aber fürs Erste auf jeden Fall goldene Berge, bis ich genug Despotas habe. Bei Galaxo ist es natürlich was anderes, die muss man nicht entwickeln. Der Galaxo an sich ist nicht so viel wert, meiner Meinung nach, wie ein Despotar. Und natürlich auch viel weniger aggressiv, deswegen bei ihm gelbe Berge und bei fast allen anderen Sachen auch. Despotar echt eine Ausnahme, bei dem werde ich fürs Erste erstmal goldene Berge werfen. So, im Verlauf des Tages, abends, gab es nochmal einen kleinen Schreckmoment. Ich dachte, ich wäre kurz gebannt gewesen. Blende ich hier natürlich wieder ein. Ich dachte, das ist ganz kurz, das war's. Was aber echt nicht so schlimm gewesen wäre. Aber dann kamen die ganzen Nachrichten rein, dass alle anderen auch betroffen wurden. Also zum Glück war das nur ein Serverproblem von Niantics Seite aus. Und danach kam zufällig genau an derselben Stelle nochmal ein Despotar Raid. War aber schon recht spät und recht dunkel. Also kleine Warnung, ihr werdet nicht viel sehen. Aber es lohnt sich, es war echt spannend. Also ist nicht bei mir aufgetaucht, aber ein 100% Despotar ist aufgetaucht bei einem, der dort war. Und der hat es halt versucht zu fangen. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. So, zweite Chance des Tages auf Despotar. Ist noch einer gekommen. Genau selbe Stelle, selbe Arena. Ein paar Leute sind wieder am Start. Mal schauen, ob noch ein paar Leute kommen. Ob noch jemand Lust hat auf Despotar. Ansonsten, wie gesagt, wieder goldene Berge. Ich werde das jetzt echt für Despotar beibehalten. Für Galaxo nicht. Aber für Despotar auf jeden Fall erstmal nur goldene Bären. Solange mir noch die Despotas an sich sogar noch wertvoll sind. Solange ich die noch haben will. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Galaxo wahrscheinlich immer gelbe Berge und der Rest auch. Despotar, oh mein Gott. Nein, goldene, goldene. Goldene, 100% Despotar haben wir hier. Jetzt mach keinen Scheiß. Ich schwör's dir, wir sind mehrere Leute, wir verprügeln dich. Ah, Scheiße. Was war das? Ich bin zu scheiße beim Werfen. Komm, egal, nimm das Handy ab. Despotar ist meine Schwachstelle. Ich bin echt schlecht bei dem. Ja. Ja. Relaxo aber auch. Das war deine Schuld. Ja, das war deine Schuld. Sascha war der Zeuge. Gefangen. Komm. Sascha, wer war schuld? Ich hasse und Relaxo. Fünf Bälle habe ich noch. Ich habe noch einen. Also wenn ich den nicht kriege, dann ist das heute das zweite Mal. Okay, ich kriege ihn. Jetzt komm, beiß zu. Ja, bin ich. Zweites Mal getroffen. Der nervt. So bewegt er. Der zappelt die ganze viel. Zeit, gell? Ich hab ihn nicht bekommen. Oh, dann geht die ganze Zeit raus. Scheiße. Da sind noch drei Bälle. Ganz gut. Wie gut schwör's dir, wir sind mehrere Leute, wie gesagt. Ah, ich habe ihn gefangen, aber meiner du? Ist schlecht. Ja, meiner ist schlecht. Ist meiner 2068, das bringt nichts. Sag einfach, er ist gut. Ja, die 10 kenne ich. Oh. Ich leide mit dem. Oh, und jetzt wie viele noch? Zwei Bälle noch, oh mein Gott. Ich kenne einen, der hat es beim letzten Ball gefangen. Ja. Ja, noch zwei Bälle. Ich habe gesagt, wir sind mehrere Leute, wir verprügeln dich. Komm, beiß zu. Ah, oh, ein Ball. Letzter Ball. Konzentrier dich. Ich lass dir nochmal zubeißen. Ich hab heute schon das zweite Mal den nicht bekommen. Oh. Oh. Weg. Ah. 100% der Mutter. Sollen wir jetzt? So, das war's. Richtig leidend. Der Kollege hat es nicht geschafft, das 100% der Mutter zu fangen. Also mir fehlen die Worte. Es tut mir echt vom Herzen leid. Das ist richtig, richtig leidend. Aber wie gesagt, goldene Berge ab jetzt immer für Despotar, bis wir genug haben. Noch haben wir nicht genug, also der ist mir dann jetzt auch entkommen. Habe ich nicht mehr aufgenommen, weil ich so fasziniert war von dem Kampf da gerade gegen das 100% Despotar. Habe ich vollkommen verplant. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr goldene Berge oder gelbe Berge wirft.
hat die Statistik gerade eben eure Meinung vielleicht geändert oder meine Meinung mit den Despotas und dass sie an sich auch noch was wert sind und ich noch ein paar von denen fangen will und deswegen Goldene Berge sich erstmal mehr lohnt, denke ich. Schreibt das alles unten in die Kommentare, eure Meinung dazu. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.